So, hallo liebe Teilnehmer des heutigen Konferenztalks. Ich begrüße Sie und möchte dann jetzt auch anfangen. Die Gäste sind alle dort da und ich möchte Ihnen das heutige Team vorstellen. Das heutige Team besteht aus dem Herrn Markus Fiebig als Referent der Job GmbH, der Frau Uli Zaho, verantwortlich für die gesamte Organisation dieser Reihe und im Veranstaltungsmanagement des FED tätig. Und mein Name ist Thomas Bojorzek. Ich bin heute Ihr Moderator und normalerweise als Referent für Elektronik und Technik beim FED zuständig. Die Idee hinter dieser Reihe erfolgte naturgemäß aus der leider Gottes stattfindenden Corona-Krise. Wir mussten aus hygienischen Gründen und aus Konzeptgründen leider die Jahreskonferenz des FED absagen und hatten überlegt, wie wir trotzdem bei Ihnen sein können und mit Ihnen die neuesten Tendenzen besprechen können. Daraus ist diese Konferenztalksreihe entstanden. 28 unterschiedliche Themen werden seit Mitte September bis kurz knapp vor Weihnachten KW 51 hier präsentiert. Zweimal die Woche, jeweils 13:30 Uhr am Montag und am Donnerstag. Wir wollen Ihnen nahe sein, wir wollen Sie mit frischen Informationen versorgen und wir wollen natürlich die Branche, unsere Branche am Leben erhalten. Jetzt möchte ich Ihnen eine ganz kurze Einführung in das GoToWebinar-Tool geben. Sie sind heute mit GoToWebinar unterwegs. Das heißt, wir haben die Steuerungsrechte für dieses Tool. Sie sind automatisch stumm geschaltet und es wird von Ihnen keine Ton- und keine Videoaufzeichnung gemacht. Während der Präsentation können Sie mir ganz speziell über die unten rechts sichtbare Steuerleiste jederzeit Fragen stellen. Ich werde Sie nachher in dem Frage- und Antwortenbereich an unseren Referenten Herrn Fiebig weitergeben, anonymisiert. Er wird dann darauf antworten, sofern es ihm möglich ist. Sofern er eine Antwort nicht geben kann in diesem Moment, wird diese Antwort schriftlich nachgereicht. Das wird passieren. Die gesamte Veranstaltung wird aufgezeichnet im Video. Sie werden Herrn Fiebig im Video sehen, wobei er momentan, doch, da ist jetzt sein Bild. Willkommen, Herr Fiebig, an der Stelle. Ja, und mich sehen werden. Während der Präsentation werde ich meine Kamera natürlich herunterschalten, sodass Sie Herrn Fiebig sehen. Videoübertragung erfolgt also nur vom Referenten und vom Moderator. Im Nachgang bekommen Sie diese Videoaufzeichnung zugestellt zum Download, zum Nachsehen. Dort bekommen Sie dann auch den Hinweis, wo das Originaldokument, die Präsentation in der Wissensdatenbank des FED hinterlegt ist. Und es wird ein kleiner Feedbackbogen versendet, damit wir wissen, was wir besser machen können, damit Sie sagen können, wo Sie Potenzial sehen. Für Manöverkritik sind wir offen. Wir nehmen aber auch gern Lob und Huldigung entgegen. Kommen wir zum heutigen Talk, 28. September des Jahres 2020, zum Thema Produktsicherheit erhöhen durch den Einsatz von Löschsicherung, sogenannter geräteintegrierter Brandschutz. Ich begrüße Herrn Markus Fiebig. Herr Markus Fiebig ist Senior Business Development Manager für Löschprodukte und Produktmanager eBald bei der Job GmbH in Ahrensburg. Er begann seine Karriere bei Philips, bevor er 2018 bei der Job-Gruppe anfing. In seiner letzten Rolle führte Herr Fiebig erfolgreich Smart Lighting Komponenten wie zum Beispiel Li-Fi, Internet über Licht ein und entwickelte mit Philips mehrere europäische Märkte. Herr Fiebig ist verheiratet, lebt in Hamburg und hat einen Master of Science Abschluss in International Management von der Southern Denmark University. Damit begrüße ich Sie nochmal, Herr Fiebig, und freue mich jetzt auf einen interessanten Vortrag. Vielen Dank, Herr Bujacek, und auch vielen Dank, Frau Zhao. Jetzt hoffe ich, dass die Übertragung klappt und Sie auch ab jetzt meinen Bildschirm sehen können. Jawohl, Herr Fiebig, Wunderbar. wir hören Sie und wir sehen Ihren Bildschirm. Fantastisch. Also vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Bujacek und Frau Zhao, für die technisch einwandfreie Organisation. Ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein, auch wenn wir uns live zwar nicht sehen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Sie mir nachher durch Fragen ein Lebenszeichen geben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Genau. Danke auch für meine Vorstellung. Ich darf Ihnen heute das Thema Löschsicherung ein bisschen näher bringen. Löschsicherung unter dem ganzen Blickrichtung geräteintegrierter Brandschutz. Ja, zu mir wurde schon ein paar Sachen gesagt. Markus Fiebig, 32 Jahre jung. Gebürtiger Schwab aus dem Schwabeländle, aber wie die Liebe es so will, hat es mich nach Hamburg verschlagen und jetzt, wie in so der ein oder anderen Ehe,
hat die Frau mich davon überzeugt, dass es hier oben sehr, sehr schön ist. Und deswegen bleiben wir jetzt hier. Spaß beiseite, unglaublich klasse, der Norden und jetzt auch bei der Firma Job. Job kennen Sie sicherlich als den Weltmarktführer für thermisch auslösende Glaselemente für die Automobil- sowie Sprinklerindustrie. Wir haben da einen sehr hohen Weltmarktanteil, was das Thema Sprinklergläser angeht. Ich möchte Ihnen aber heute das Thema geräteintegrierten Brandschutz etwas näher bringen und dafür einen kleinen Einstieg. Wie Sie vielleicht wissen, entstehen 30% aller Brände aufgrund von Elektrizität, viele in elektrischen Geräten. Und man sagt so ungefähr, alle 3 Minuten brennt es in Deutschland. Jetzt an Hamburg hat es die letzten 3 Tage übers Wochenende ziemlich heftig gebrannt. Da sind Mozellen abgebrannt, da sind auch in Altenheim hat es gebrannt jetzt am Wochenende. Und es führt leider in Deutschland immer noch so zwischen 280 bis 400 Brandtote jedes Jahr. Und die sterben nicht aufgrund des Feuers, sondern meistens aufgrund des Rauches. Und so 1, 2, 3 Atemzüge schwarzen Rauchs reichen und dann wird man bewusstlos und die Flammen tun dann leider ihr Übriges. Aber wenn man sich mal anschaut, wo entstehen denn eigentlich die Brände, dann sind 30% der Brände aufgrund von Elektrizität und viele beginnen schon in elektrischen Geräten. Das macht das Betriebs-, also das Betriebsunterbrechungsrisiko ist das Risiko Nummer 1 für Unternehmen und Brände und Feuer in Unternehmen machen sozusagen ja so die Top 4 für Betriebsunterbrechungen aus. Das führt dazu, dass ungefähr 40% aller Betriebe, in denen es mal gebrannt hat, gar nicht mehr auf die Beine kommen, weil sie den Liefer- und Zahlungsforderungen ihrer Kunden nicht mehr nachkommen können oder ihrer Lieferanten und dann leider schließen müssen. Deswegen gilt es, dieses Risiko abzusichern. Wir sehen ungefähr so alle 5 Minuten brennt es in einem Betrieb in Deutschland und ungefähr alle 6 Minuten ist dann auch Elektrizität der ausschlaggebende Grund, weshalb. Das führt für Unternehmen, die Produkte herstellen, dazu, dass sie regelmäßiger Natur Produktrückrufe haben. Insbesondere wenn man ein großes Unternehmen ist, welches unterschiedliche elektrische Sparten hat und elektrische Produkte in den Verkehr bringt, dazu, dass die alle paar Jahre mal einen Rückruf aufgrund von Brand haben. Sei es jetzt, ich habe hier nur mal Haushaltsgeräte genommen, ist keine abschließende Statistik, aber einfach nur mal um so ein Gefühl zu gehen. Trockner 2019, auch Rasenmäher waren dabei oder Kühlschränke, Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Geschirrspüler. Und abhängig davon natürlich, wie hoch die Serie ist und wenn man das dann multipliziert mit der Anzahl der Produkte, die man zurückrufen muss, mal einen Faktor, ich sage jetzt mal 50 Euro, was wahrscheinlich noch konservativ geschätzt ist, dann sind das schon sehr, sehr hohe Kosten, die damit einhergehen für Unternehmen. So, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, warum brennt es denn überhaupt in der Elektronik aufgrund von Elektrizität? Und Sie als Experten wissen das sicherlich ganz genau, die Ursachen sind sehr, sehr vielzählig. Also das können Überlastungen im Netz sein, Spannungsschwankungen, Umgebungsbedingungen, die nicht ideal sind, von hoher Betriebstemperatur bei steigenden Außentemperaturen bis hin zu höherer Luftfeuchtigkeit oder auch, wurde mir berichtet, von Käfern oder Ungetier, welches sich über die Jahrzehnte in so eine Waschmaschine dann auch irgendwie beheimaten, die dann dazu führen, dass es vielleicht zu einem Kurzschluss kommt und dann dieser Kurzschluss zu einem Brand führt. Bauteile versagen ist ein großes Thema. Steckverbinder, hier auf der rechten Seite sieht man jetzt ein Bild einer Geschirrspüleinheit. Das war vor ein paar Jahren ein relativ großer Rückruf, der aufgrund einer Steckverbinderproblematik immer wieder einige im Feld sich entzündet haben und dann zu größeren Brandfolgeschäden geführt haben, weshalb sich der Hersteller dazu entschließen musste, diese gesamte Reihe zurückzurufen. Und dann, wenn man sieht, die Lötstellen, mit denen die einzelnen Bauteile verbunden werden, die gehen ja ins Abermillionenfache, Milliardenfache. Jede davon könnte kalt werden und jede davon könnte einen Brand verursachen. Zum Glück nicht jede und auch zum Glück sind die Fehlerhäufigkeiten da sehr, sehr niedrig. Aber wenn wir jetzt sehen, wie viele Geräte wir in Verkehr bringen, dann sind doch auch schon eine kleine PPM-Rate, also Parts per Million, 1, 2, 3, 4, 5, Parts per Million, doch eine Zahl, die es zu berücksichtigen gilt. Fertigungsfehler können auch noch Fehler sein, die dazu führen, dass ein Brand entsteht.
Wir stellen uns die Frage, wenn ich das sage, sind dann die traditionellen Brandschutzkonzepte etwa nicht gut? Nein, das möchte ich nicht sagen. Also die Brandschutzkonzepte, die wir aktuell haben, sind gut. Nur ich möchte uns mal zu einem Gedankenspiel einladen. Was ist denn aufgrund des Smart Home Trends? Mehr und mehr Geräte bringen wir in Verkehr und mehr dieser Geräte werden dauerhaft online sein, weil sie angesteuert werden möchten. Ich möchte wissen, ob ich gerade zu Hause mein Licht angeschaltet habe oder ausschalten kann. Ich möchte vielleicht eine Überwachungskamera haben. Sinnhaft oder nicht sinnhaft, kann man auch die Waschmaschine sich anschauen auf dem Handy. Und das Ganze führt dazu, dass man immer im Standby ist. Und immer im Standby trägt natürlich dann auch zu einer Übermüdung der Bauteile bei, beziehungsweise das dauerhafte Risiko ist dann an. Und ob wir dem bisher gewachsen sind, möchte ich jetzt einfach mal so ein bisschen in Frage stellen. Daraus ist Folgendes entstanden. Der geräteintegrierte Brandschutz. Also wenn wir wissen, dass viele Brände innerhalb von elektrischen Geräten entstehen und wir auch sagen, dass die bisherigen Brandschutzkonzepte gut sind, dann stellen wir uns aber die Frage, was machen die? Die detektieren häufig, die dämmen häufig ein, es werden Materialien verwendet, die sehr, sehr gut sind, die dann auch irgendwie die Flammen hemmen. Aber gelöscht wird meist, wenn der Brand nach außen getreten ist. Und das Konzept, also die alleinige Idee des geräteintegrierten Brandschutzes ist, man nimmt einen aktiven Feuerlöscher ins Gerät, der dann also da wartet, sollte es zu einem Brand kommen, sollte es zu einer Überlastung im System kommen oder sollte es zu einem Lichtbogen kommen, der dann diesen Brand detektiert, löscht und den Strom unterbricht und somit die Wiederentzündbarkeit verhindert. So, das Ganze kann man so ein bisschen verstehen wie der Sprinkler im Gerät. Das heißt, wir als Firma machen ungefähr so 110 Millionen Sprinklergläser pro Jahr und haben uns dann selber die Fragen gestellt. Der Sprinkler ist aktuell das beste Mittel, um in einem Raum einen Brand klein zu halten und auf den Raum zu begrenzen. Das heißt, sollte also hier jetzt ein Mülleimer anfangen zu brennen, dann steigt die Hitze nach oben und oben an dem Sprinklerkopf ist dann irgendwann mal eine gewisse Temperatur erreicht und diese Temperatur führt dazu, es platzt. Das Wasser kann strömen und das Wasser dämmt dann den Brand ein oder im besten Fall meistens sogar löscht es den Brand. Und damit verhindere ich eine Brandausbreitung auf weitere Gebäude, Teile, andere Räume oder auch außerhalb des Gebäudes. So, und das haben wir jetzt gesagt, möchten wir noch weiter verdichten, indem wir uns anschauen, wo entstehen die Brände. Und wenn wir gesagt haben, 30% aller Brände entstehen aufgrund von Elektrizität, dann haben wir uns vorgenommen, diesen Teil zu schützen, also in den Geräten selber so ein Konzept des Sprinklers zu implementieren und dann im Gerät selber den Brand zu löschen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man das machen? Dazu ist uns der kleinste Feuerlöscher der Welt eingefallen, eine sogenannte feuerlöschende Sicherung. Ich zeige Ihnen das einmal ganz kurz hier in die Kamera. Das ist er, der kleinste Feuerlöscher der Welt. Der ist gerade mal 2 Zentimeter groß, kann man hinter einem 1-Euro-Stück verstecken und löscht im Brandfall den Brand. Das heißt, Sie haben eine Glasampulle, die ist elektrisch leitend beschichtet und sollte es auf der Platine zu einem Brand kommen, wird diese detektiert und löscht den Brand. Ich habe das hier einmal sinnbildlich mitgebracht mit so einer Demo-Platine. Sie können vielleicht gerade meine Kameraeinstellung sehen. Sie haben hier also mehrere Bauteile auf einer typischen Platine. Hier in der Mitte ist die E-Bulb verbaut. Und sollte es also da zu einem Brand kommen, detektiert sie den Brand, löscht ihn und unterbricht die Stromzufuhr. Das Ganze ist UL getestet, VDS gelistet und VDE geprüft. Und ich möchte Ihnen jetzt in den nachfolgenden Minuten ein bisschen was darüber erzählen und Ihnen ein paar Fragen beantworten. Zum einen, was ist eine feuerlöschende Sicherung und wie funktioniert sie? Und zum anderen, welche Tests haben wir bislang durchgeführt? Ist das ein robustes System? Auf was muss man da achten? Und gibt es Möglichkeiten und Limitierungen dieser Technologie? Was kann es und was kann es vor allem auch nicht? Wo ist feuerlöschende Sicherung schon Stand der Technik? Und gibt es schon irgendwelche Vorschriften, Normen, Richtlinien, Standards, die diese Technologie verpflichtend fordern? Und was sind die Vorteile für die Gesellschaft, Verbraucher oder uns oder Sie vielleicht als Hersteller? Das ist der kleinste Feuerlöscher der Welt und ich möchte gerne anfangen mit der ersten Frage. Wie funktioniert eigentlich die Technologie? Also die feuerlöschende Sicherung ist eine Glasampulle. Hier auf der linken Seite sehen Sie Glasampullen. Grundsätzlicherweise eine typische Sprinklerglasampulle.
die mit einem Löschmedium gefüllt ist. Das Löschmedium, was wir verwenden, ist 3M Novec, ein anerkanntes grünes Löschmittel, welches nicht schädlich für die Umgebung ist, aber interessanterweise für die Elektronik gar nicht gefährdend, weil es nicht korrosiv und vor allem nicht leitend ist. Genau. Sollte es also auf der Platine zu warm werden, erreicht in der Ampulle die Aktivierungstemperatur, das heißt, die Flüssigkeit dehnt sich aus und löscht und zerberstet dann das Glasgefäß und löscht dann bei Austreten der Flüssigkeit, dann tritt es in einen anderen Aggregatzustand an, wird also gasförmig und löscht dann die Umgebung. Genau. Und dadurch, dass Sie sehen, dass die Glasampulle beschichtet ist, ist sie dauerhaft im Stromkreislauf eingebaut oder kann sie eingebaut werden. Sie können das natürlich auch über einen Hilfsstromkreis machen, gegebenenfalls über ein Relais. Aber es bietet die Möglichkeit, es direkt im Hauptstromkreis einzubauen und dann durch Zerbersten die Wiederentzündung zu verhindern. So, jetzt habe ich Ihnen ein Video mitgebracht. Ich hoffe, Sie können das gut sehen. Sie sehen jetzt hier eine Glasampulle. Achten Sie mal auf die Luftblase und die Luftblase wird immer kleiner und sobald die Luftblase verschwunden ist, entsteht also Innendruck und wenn der Innendruck da ist, zerberstet das Glasgefäß. Hier ist es nochmal in Slow Motion. Ich hoffe, Sie können das hier ein bisschen besser sehen. Soll das jetzt zu schnell gehen? Alles kein Problem. Wir haben das auch auf YouTube. Sie bekommen das im Nachgang über die FED-Datenbank zur Verfügung gestellt und können sich das dann alles nochmal anschauen. Also hier sehen Sie sozusagen das Zerbersten der Glasampulle in Slow Motion. Was haben wir hier gemacht? Wir haben einen Lichtbogen erzeugt und auch den Lichtbogen möchte ich Ihnen jetzt nochmal nachstellen. Hier sehen Sie auf der linken Seite, lassen wir eine Temperatur mitlaufen. Hier auf der rechten Seite haben wir eine Leiterplatte, die haben wir ein bisschen angeritzt und auch so versucht zu entzünden, dass so ein typisches Licht, also so ein Arc-Tracking passiert, ein Lichtbogen entsteht. Jetzt ist es hier etwas langsam. Ich hoffe, das läuft jetzt etwas nach bei Ihnen. Ansonsten schauen Sie sich im Nachgang nochmal an. Da läuft jetzt gleich dieser Lichtbogen einmal um die Platine. Und bevor der Lichtbogen komplett rumgelaufen ist, zerberstet die Ampulle. Ich hoffe, Sie haben es gesehen. Ansonsten gerne im Nachgang nochmal schauen. Und jetzt sehen Sie hier in einem LED-Modul auf der Rückseite einen Brandversuch, in der wir ein kleines Feuer gemacht haben, um zu sehen, ist diese Lage, die Einbaulage für einen Brand, der vielleicht hier unten entsteht, gut und ausreichend. Und hier haben wir gesehen, relativ schnell löst die Ampulle aus und löscht dann den Umgebungsbrand. Zum Löschmittel selber, gerade schon ein bisschen angesprochen. Novec ist eine Hightech-Flüssigkeit, seit ungefähr 20 Jahren als anerkanntes Löschmedium im Markt von 3M und ist hauptsächlich zum Kühlen von Elektronik entwickelt worden. Vielleicht der ein oder andere ITler kennt das aus seinen Serverschränken oder auch wird das ganze System für Raumlöschanlagen genannt. Also zum Beispiel so typische IT-Serverräume, die gelöscht werden sollen, können mit so richtig großen Raumlöschanlagen geflutet werden. Der Vorteil ist, es ist nicht giftig. Im Gegensatz zum Beispiel zu CO2 können Sie dann auch noch Menschen in diesem Raum haben. Es ist absolut nicht leitend. Das gibt es ganz interessante Videos. Können Sie auch mal auf unserem YouTube-Kanal schauen, wo eine Person in diese Flüssigkeit die Hand reinhält, aber vor allem gleichzeitig eine unter Strom stehende Mehrfachsteckdose. Das ist mit Wasser nicht ganz ungefährlich, aber mit einer nicht leitenden Flüssigkeit wie dem Novec funktioniert das ganz gut und demonstriert so ein bisschen, dass es keine Brandfolgeschäden oder keine Löschfolgeschäden gibt, sollte das in Ihrer Elektronik auslösen. Keine korrodierende Wirkung und auch kein Ozonverdrängungspotenzial und ein sehr, sehr geringes Erderwärmungspotenzial. Deswegen ist es unter dem Punkt Green Agent international als Löschmittel anerkannt. Der Siedepunkt ist ungefähr bei 49 Grad Celsius. Das heißt, wenn ich das hier jetzt auf meinen Tisch geben würde, würde er schon bei Raumtemperatur anfangen zu verdunsten und beim Austreten der Flüssigkeit aufgrund des Feuers ist es sofort schlagartig, ändert den Aggregatzustand und wird dann als Gas löschfähig, indem es etwas schwerer ist als Luft, ungefähr dreimal schwerer und deshalb absinkt und dann auch durch diese Knallwirkung sich im gesamten Compartment verteilt, im gesamten Gehäuse. Was für technische Eigenschaften hat die E-Bulb oder so eine feuerlöschende Sicherung noch?
Aus unserem Hause gibt es sie in drei unterschiedlichen Größen mit einer Löschwirkung. Hier sehen Sie es von einem halben Liter, einem Liter und ungefähr 2 Liter. Und die Auslösetemperatur ist definierbar. Das heißt, man kann sagen, man hat Geräte, in denen man möchte, dass es schneller auslöst oder früher auslöst. Typischerweise in unserem Standardportfolio haben Sie so 135 Grad, 165 Grad. In dieser Range soll es auslösen. Und wenn Sie sich das Ganze mal in einem abgeschlossenen Gehäuse überlegen, dann ist auch das Delta T, also sozusagen die Zeit zwischen der Auslösung bei 135 und 165 Grad, verschwindend gering, weil wenn Sie da einen Lichtbogen oder auch ein Feuer haben, dann geht dann die Temperatur sehr, sehr schnell nach oben. Dann haben wir unbeschichtete und beschichtete. Sie können also das Ganze als Standalone-Variante auch eindesignen. Das ist also eine unbeschichtete Variante, die löst dann auch aus, unterbricht aber nicht den Strom. Und im Gesamtsicherheitskonzept, auch so als Secondary Protection, sehen wir es als sinnvoll, auch gleichzeitig dann den Strom wegzunehmen, um damit die Wiederentzündbarkeit zu verhindern. Aber wir haben doch den einen oder anderen Kunden, der es auch als Standalone-Möglichkeit eingesetzt. So, das Ganze hat eine Stromtragfähigkeit bis zu 16 Ampere. Da gibt es unterschiedliche Typen, abhängig vom System. Und so sage ich jetzt mal so typische Haushaltsgeräte, da liegen wir eigentlich mit 10 Ampere im Mittel ganz gut. Das System ist geprüft. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Es gibt schon elektrische Schaltzeichen dafür. Hier oben, hier rechts sehen Sie es. Und natürlich 2- bis 3D-Modelle, um es in Ihr Design einsetzen zu können. Jetzt habe ich Ihnen nochmal dieses Temperaturcharakteristik mitgebracht. Also typischerweise so bis zu 85 Grad sind die meisten Bauteile ausgelegt. Und in dem Range befinden wir uns auch als Dauerbetriebstemperatur, maximale Dauerbetriebstemperatur. Und ausgelöst wird dann in diesem Aktivierungsfenster hier mal dargestellt bei 135 bis 165 Grad Celsius. Aber wie gesagt, wenn Sie ein bisschen andere Anforderungen haben, gerne auch zum Beispiel auf uns zukommen und dann kann man das ganze Fenster so ein bisschen auch nach oben oder nach unten verschieben. Zur Frage, welche Tests schon gemacht worden sind. Also wir haben da angefangen mit, ich würde sagen, 2014. Mit UL. UL war sehr interessiert daran und wir haben zum einen Arc-Tracking-Tests gemacht auf PCBs und haben da erfolgreich Löschungen durchgeführt. Daraufhin war das Interesse so groß, dass wir eine Erweiterung der 60691 UL geschrieben haben, die 60692, und haben in diesem Zusammenhang einfach unser gesamtes Portfolio auch dagegen geprüft und auch listen lassen. Und da wurden alle möglichen Tests von Alterungstests, Stromtragfähigkeitstests, Überlastungstests und Co. durchgeführt, erfolgreich durchgeführt und damit auch so ein bisschen die Robustheit des Systems geprüft. Letztes Jahr sind wir mit dem VDS nochmal in tiefere Tests gegangen. Der VDS an sich hat bisher immer sehr, sehr größere oder sehr, sehr große Löschanlagen getestet, also Raumlöschanlagen. Das war auch für den VDS was Neues, so einen Mini-Feuerlöscher zu testen. Aber zusammen mit dem VDS haben wir sehr, sehr intelligente Löschtests gemacht, um zu prüfen, kann denn überhaupt so ein kleiner Feuerlöscher einen halben Liter oder einen Liter löschen? Und um das nachzuweisen, haben wir dann mit dem VDS-Test gemacht. Parallel laufen natürlich in unserer Entwicklung Alterungstests mit, also die ersten Muster, die wir haben, sind jetzt seit 2000, ich würde sagen, 13 im Dauertest, Temperatur-Dauertest. Wir machen Wechseltests, wir machen Luftfeuchtigkeitstests, also wirklich auch so versuchen, so Alterungstests durchzuführen, um zu sehen, wie langlebig ist denn das Produkt. Und wir geben an, dass über 10 Jahre keine Wartung benötigt wird. Das sagen bisher unsere Tests, dass das eigentlich ganz gut klappt. Heißt also, so die typische Lebensdauer einer Elektronik ist damit abdeckbar. Genau, mit dem MPA Dresden haben wir Stromunterbrechungstests und Löschwirksamkeitstests gemacht. Das war schon in 2013 und das haben wir Ganze nochmal so ein bisschen komplementiert durch die Tests vom VDS. Der VDE selber, Folie davor, hatte ich Ihnen schon das grafische Zeichen gezeigt. Das wurde vom VDE sozusagen mit vorgeschlagen und wir haben da Zuverlässigkeitstests durchgeführt zusammen. Parallel auch mit PackConsult, der ein oder andere kennt Sie, Vibrationstests, Schock-Salzwassertests.
Also das ganze System wurde auf Herz und Nieren geprüft und das, was wir in den Datenblättern haben, das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, mit den Temperaturranges, können wir auf 10 Jahre versprechen. Das funktioniert. Hilft uns natürlich auch, dass wir seit knapp 50 Jahren im Markt sind mit Sprinklerglasampullen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie mal einen Sprinkler installieren, dann ist der Sprinkler einmal eingebaut und soll auf jeden Fall über 30 Jahre lang halten. Diese ja, Qualität haben wir natürlich auch dann in diese Produkte stecken können. Deswegen das Glas hier ist sehr, sehr positiv. Stellen sich sicherlich die Frage, welche Limitierungen gibt es? Und als Hauptfaktor zur Effektivität des Systems ist es, dass es richtig eingebaut werden muss. Was heißt richtig? Am besten an die Stelle, wo der zu erwartende Luftstrom, thermische Luftstrom passiert, sollte es irgendwo anfangen zu brennen. Also mal angenommen, sollte nah am Hotspot sein, das will ich damit sagen. Sie haben vielleicht einen Widerstand, mit dem Widerstand rechnen Sie, dass der vielleicht eine kritische Komponente ist, der dann zu warm wird und dann vielleicht durchbrennt oder ein Feuer entzündet. Wenn Sie also oberhalb dieses Hotspots eine E-Bay platzieren, ist das besser, als wenn Sie es komplett weit weg machen, die E-Bay, weil es dann etwas länger dauert, bis der thermische Luftstrom woanders an diese Ampulle gerät. Das heißt, wir können mit dem thermischen Luftstrom spielen und hier haben wir so einen Design-In-Guide nur mal ein bisschen dargestellt innerhalb des thermischen Luftstroms. Manchmal ist eine horizontale Einbaulage besser als eine vertikale, weil dann sozusagen die Durchwärmung der Gesamtampulle schneller funktioniert. Oder auch Sie können es thermisch beeinflussen, also solche Wärmeleitbleche oder Abschnitte zu installieren, in Ihrem Design zu berücksichtigen, dann läuft das ganz gut. Oben rechts haben Sie ein paar Beispiele von Tests, die wir machen für zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder einen Kühlschrank, wo wir gemeinsam mit Herstellern Extremtests machen und aber auch schauen, wo ist die Einbaulage so einer feuerlöschenden Sicherung am besten und gewährleistet dann auch eine sichere Stromunterbrechung, eine sichere Löschung. Und das zusammen machen wir mit unserem Design-In-Team. Jetzt fragen Sie sich sicherlich, wo ist denn das Ganze schon Stand der Technik? Zum einen in sensiblen Bereichen. Also Sie sehen hier unten Frankfurter Flughafen im Terminal B, ein Abschnitt, wo also diese LED-Wand, die Sie hier sehen, aufgehangen werden sollte. Und dann müssen Sie sich vorstellen, immer wenn Sie Elektronik in sensible Bereiche bringen, sei es auch im Fluchtwegbereich, spricht man immer von einem Brandverursacher. Also allein diese Elektronik in dem Bereich ist ein Brandverursacher. Und durch den Einsatz von geräteintegriertem Brandschutz, unter anderem von feuerlöschenden Sicherungen, war es möglich, war es der Firma Samsung möglich, einmal diese LED-Wand dort zu platzieren, aber auch sicher zu betreiben. Das heißt, Sie sehen jetzt hinter mir, ich glaube, wir können mal Bildschirm sehen. Hier hinten habe ich sozusagen ein Muster-LED-Panel einmal Ihnen mitgebracht. Hier sehen Sie eingebaut 4 E-Bulbs, die verbaut sind und die sind in dieser LED-Wand hinten rückseitig mit drin und sollte es dort zu einem Brand kommen, löschen Sie den Brand, unterbrechen den Strom und verhindern die Wiederentzündung. Genau. In anderen Bereichen, sei es jetzt Medizintechnik, für Krankenhäuser, einen Datensammler. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal so ein paar Anwendungen mitgebracht, damit Sie so ein bisschen Gefühl bekommen, in welchen Bereichen sind wir da mit diesem Thema gut unterwegs. Auch eine Ladestation, also das ganze Thema E-Mobilität, da sind wir vertreten. Wir können keine, das muss man so ein bisschen zur Limitierung sagen, Lithium-Ionen-Brände löschen. Aber so ein Gesamtthema, E-Mobilität, ein E-Auto an einer Ladestation, allein die Ladestation hat so viel Energie, so viel Power, um vielleicht auch brandgefährlich zu sein, jetzt salopp gesprochen. Da kommen unsere Kleinfeuerlöscher, aber auch unsere E-Bulbs zum Tragen. Es gab einen Rückruf bei einer Wasserspender-Serie in Israel und seit dem Rückruf sind jetzt in den neuen Geräten E-Bulbs mit verbaut. Hier oben sehen Sie ein Bild von diesen Wasserspendern. Aber auch Haushaltsgeräte, sei es in der privaten Sternwarte oder hier wieder das Thema E-Mobilität, wo E-Bulbs Verwendung finden.
Netzteil für militärische Kommunikation, genauso auch wie professionelle Haushaltsgeräte für die Catering-Branche, wo E-Bikes verbaut sind. Aber ein ganz großer Bereich ist aktuell das Thema Medientechnik, das Thema Medizintechnik und das Thema Haushaltsgeräte. Hier nochmal ein paar Medientechnik-Anwendungen. Und zu Beginn des Jahres, als März, April die Bestellungen für Beatmungsgeräte durch die Decke gingen und wir leider auch im Mai gesehen haben, dass in St. Petersburg und Moskau einige Beatmungsgeräte aufgrund eines technischen Defekts in Flammen geraten sind, haben wir schon frühzeitig im März, April von unserer Firma angeboten, E-Bikes zu spenden, um diese Geräte sicher zu machen. Zum Stand der Technik. Wie angesprochen, UL, VDS haben die Komponenten zertifiziert. Die UL 60602 ist geschrieben worden. Und aktuell gibt es eine Diskussion in der UL 1082 für Kaffeemaschinen, um E-Bulbs einzusetzen und da als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme zu fordern. Die Diskussionen sind gerade im Gange und ich rechne damit, dass Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres, dazu es nochmal zu einer Abstimmung kommen wird. Parallel treiben wir auf Seiten der deutschen Standardisierung im K663 DKE eine Standardisierung auf Produktebene voran. Und eigentlich wäre jetzt im September ein großes Treffen in Paris gewesen, das große International IEC-Treffen, hat leider so nicht stattgefunden. Deswegen, wir erwarten, dass das Ganze sich so in Q1 2021 fortsetzt. Aber die Weichen sind jetzt erstmal gestellt. Großer Teil des Standards ist schon geschrieben und im nächsten Schritt geht es dann in die Abstimmung. Deutsches Institut für vorbeugenden Brandschutz, DIVB, hat sich dem Thema angenommen, geräteintegrierter Brandschutz, und sieht das als ein Thema, weil es sinnvoll ist, Brände frühzeitig zu erkennen und frühzeitig zu löschen, als es erstmal austreten zu lassen und dann im Nachgang zu löschen oder die Folgeschäden dann zu bereinigen. Wenn wir zu den Vorteilen für die Gesellschaft und den Komponenten Konsumenten kommen, liegt es auf der Hand, dass sichere Produkte, wenn die noch sicherer gemacht werden können, natürlich einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Geringeres Brandrisiko und jetzt nur ein paar Dinge aufgezählt, die dann sicherlich irgendwann mal in Summe zum Tragen kommen, sei es geringeres Risiko, geringere Brandtoten, geringere Brandschäden, damit auch eine erhöhte Sicherheit für die Feuerwehr. Leider ist es immer noch so, dass auch die Feuerwehr in ihrem gefährlichen Job Schäden zuzieht. Aber auch Versicherungsschäden können damit minimiert werden, wenn nicht die Kaffeemaschine brennt und es dann auf den Raum sich übertritt und dann der Raum auch noch was anderes in Flammen steht, sondern wenn nur die Kaffeemaschine anfängt zu brennen, da drin eine feuerlöschende Sicherung einmal auslöst, dann ist natürlich der Brandfolgeschaden deutlich geringer. Aber wie es doch so ist, muss das Ganze irgendwie rückfinanzierbar sein. Deswegen wäre die Frage für den Hersteller, wie lässt sich das Ganze denn überhaupt amortisieren? Also zum einen, sichere Produkte reduzieren dadurch das Betriebsunterbrechungsrisiko. Das heißt, wenn Sie Geräte haben, die an Kunden gehen, die da einen Vorteil mit haben, wie zum Beispiel, wenn Sie Haushaltsgeräte in ein Hotel liefern, dann hat das Hotel die Möglichkeit, sollte es zu einem Brand kommen, nicht das gesamte Hotel dann zu schließen für eine gewisse Zeit, bis es renoviert ist oder saniert ist, sondern nur diese Kaffeemaschine zum Beispiel müsste ausgetauscht werden. Oder Sie haben die Möglichkeit, kostenintensive und gesundheitskritische flammenhemmende Materialien zu reduzieren oder vielleicht sogar gesamtheitlich darauf zu verzichten, weil Sie einen Feuerlöscher mit integriert haben. Sie können die Gesamtkosten sparen, insbesondere auf Laufzeit, wenn Sie sich überlegen, Sie planen jetzt eine Serie für mehrere Jahre und erwarten x 100.000 Millionen Stück, dann ist es immer ein positiver Beitrag, lieber vorab in den Brandschutz oder in so eine feuerlöschende Sicherung im einstelligen Eurobetrag zu investieren, als zu erwarten, dass es Sie aufgrund der Vielzahl der Geräte, die Sie in den Verkehr bringen, alle paar Jahre mit einem Rückruf von mehreren Millionen trifft. Dann allein deshalb macht schon die Rechnung Sinn. Es gibt Bestrebungen, auch Produktzulassungen zu vereinfachen oder auch Zulassungen zu beschleunigen, wenn Sie eine feuerlöschende Sicherung haben. In einem anderen Produktkategorie für uns ist es so, dass zum Beispiel in der Bahn
in schienengeführten Fahrzeugen durch den Einsatz von geräteintegriertem Brandschutz eine zusätzliche Ertüchtigung für die Bahn nicht erfolgen muss, weil ein automatisches Löschsystem integriert ist. Einfache Baufreigaben, wie an dem Thema Samsung in sensitiven Bereichen von Flughäfen bis Messen, aber auch an Bahnhöfen, wo eine Freigabe oder auch im Notfluchtwegbereich ist es so, dass es immer schwierig ist, Baufreigaben zu bekommen. Wenn Sie da aber einen Drucker platzieren wollen oder auch in der Schule, dann ist es mit geräteintegriertem Brandschutz einfacher und die Lösung ist günstiger, als wenn Sie das ganze Gerät großflächig einhausen müssen, was in den Bereichen oft dann gefordert ist. Ein weiterer großer Punkt ist das Thema Wettbewerbsvorteil. Dazu haben wir eine Umfrage gemacht. Ich zeige Ihnen das einmal ganz kurz. Ich muss einmal zurück. Ich hoffe, Sie sehen das Bild. Wir haben eine Umfrage mit dem Forsa-Institut gemacht. Jetzt sieht man leider die Umfrageergebnisse nicht. Ich lasse Ihnen im Nachgang zukommen. Es wurde gefragt, ob ein Feuerstopp eine zusätzliche Sicherheit Ihnen bieten würde als drücken, so. Also wir haben eine Umfrage mit Forsa gemacht und haben gefragt, ob ein Feuerstopp, also sozusagen eine feuerlöschende Sicherung als Gesamtkonzept in ein elektrisches Gerät einmal von Mehrwert ist. Das wurde bejaht. Ob ein Gerät einem anderen ohne Feuerstopp bevorzugt werden würde, ja, das wurde auch bejaht. Und ob man bereit wäre, dafür Geld auszugeben. Und ja, man ist bereit, für eine solche Funktion einen Mehrpreis auszugeben. Vergleichen kann man das Ganze zum Beispiel mit Wasserstopp. Sie kennen den Wasserstopp als bei der Waschmaschine. Das ist eine technische Komponente, für die eigentlich der Hersteller gar nichts kann, weil es ein Anschlussthema ist. Aber da hat man erkannt, dass eine solche technische Möglichkeit einen Mehrwert bietet, weshalb Leute gerne den einen oder anderen Euro mehr bezahlen, weil sie sich da durch den Wasserschaden sparen. Und auch ähnlich würden Leute sowas bei einem Feuerstopp als Marketingkonzept auch sehen, dass sie dafür bereit wären, den einen oder Euro mehr auszugeben. Hier auf der Folie sehen Sie noch einen Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe. Das ist das ganze Thema Versicherungsprämien. Mal angenommen, Sie liefern Geräte in ein Hotel. Und dieses Hotel hat sich zu versichern, dann wird bei der Risikoinspektion alle Schäden, alle möglichen Risiken und alle möglichen Schäden berücksichtigt. Und bei der Verringerung von Risiken und somit auch dem Einbau von geräteintegriertem Brandschutz in elektrische Geräte kann man die Versicherungsprämie reduzieren. Und das ist natürlich in so einem großen Bereich, wie so eine Hotelkette sich sind und sagen, alle elektrischen Geräte, die bei mir verbaut werden, in den Hotelzimmern sind mit geräteintegriertem Brandschutz ausgestattet, ist das vielleicht für den Versicherer eine Reduktion wert. Also wir haben da, kommen Sie gerne auf uns zu, hier in Deutschland schon einige Versicherungen, mit denen wir bei dem einen oder anderen Projekt eine Reduzierung vollziehen konnten. Genau. Das ist also sehr, sehr spannend. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das hat Ihnen so einen kleinen Einblick gegeben zum Thema geräteintegrierten Brandschutz, was das Ganze kann. Und wenn Sie sich noch ein bisschen gedulden, heute bitte noch nicht draufklicken, www.i-bei.com. Ab morgen ist da eine neue Landingpage, auf der Sie dann diese Informationen nochmal in verdichteter Form und auch mit ein paar Case Studies und auch ein paar Stimmen aus der Industrie sich anschauen können. An der Stelle darf ich mich nochmal bei Herrn Bujotzek und Frau Zau bedanken und vor allem bei Ihnen bedanken für die Zeit und freue mich jetzt einfach auf Ihre Fragen. Genau, und natürlich sind auch schon Fragen eingegangen. Ich müsste in dem Moment meinen Bildschirm sehen und es sind einige Fragen. Die erste Frage, die hereinkam, richtet sich in die erwartende Lebensdauer dieser Komponente. Also wie sieht die Wartung einer solchen Komponente aus und wie lang ist die zu erwartende Lebensdauer? Gute Frage, sehr gute Frage. Die Lebensdauer sind über 10 Jahre. Und wir haben das System so designt, dass es wartungsfrei ist.
Weil wenn Sie eine Komponente in Verkehr bringen, muss die mindestens so lange halten wie die typische Gerätelaufzeit oder die typische Laufzeit eines solchen Geräts, Lebenszeit eines solchen Gerätes. Danke. Die nächste Frage lautet, kann eine Löschrichtung nur in einem komplett geschlossenen Gehäuse eingebaut werden? Oder was ist mit Durchbrüchen, Lüftern, Ventilatoren, anderen Öffnungen? Auch eine sehr gute Frage. Also das Novec ist ein Löschmedium, was eine gewisse Designkonzentration benötigt. Das heißt, Sie brauchen ungefähr so 5% Volumen Designkonzentration, um in einem Gehäuse löschen zu können. Das heißt, je geschlossener das Gehäuse, desto besser und effektiver dann die Löschwirksamkeit. Aber es kommt wirklich darauf an, deswegen ist die Frage sehr gut, wo zum Beispiel Öffnungen oder Ventilatoren oder Lüfter sind. Aber man kann auch diese Lüfter gegebenenfalls vorher abstellen. Also wir haben mit dem einen oder anderen Hersteller es schon geschafft, dass man sagt, er braucht, um eine gewisse Kühlung in seiner Elektronik zu haben, einen Lüfter. Aber wenn eine gewisse Temperatur erreicht ist, die eigentlich schon außerhalb der normalen Spec ist, also ich sage jetzt mal 100 Grad, bei 100 Grad sollte der Lüfter abschalten und vielleicht auch Klappen zufallen, damit sich sozusagen in dem Moment nochmal eine Stauwärme bildet, das Ganze sich verdichtet und dann schnell zu einer Auslösung führt. Damit provozieren wir kurzzeitig einen Brand, aber stellen gesamtheitlich sicher, dass kein Brand nach außen tritt. Weil schlimmer wäre es, wenn wir so einen Schwelbrand haben, der über lange Zeit geht. Genau. Also Lüfter, Ventilatoren, ja. Design Intim mit zu berücksichtigen, kriegen wir meistens hin. Okay. Ein oder zwei Fragen habe ich noch. Welche Befestigungsmöglichkeiten gibt es? Weil ich habe gesehen, natürlich, es ist ein Halter, der muss ja auf der Leiterplatte befestigt werden und diese Glasampulle muss ja auch platziert werden. Ist das maschinell möglich? Ist das nur händisch möglich? Welche Mischgeschichten gibt es dort? Genau, gute Frage. Wir haben SMD sowie THT-Halter, die auch dann über UL zugelassen sind. Es gibt auch fliegende Haltervarianten. Und in der Montage selber kommt es immer so auf Ihren Produktionsschritt drauf an. Also jemand, der mit einem Reflow-Ofen arbeitet, da macht es Sinn, dass er erstmal die Halter auflöten und nachträglich dann mit einem Pick-and-Place-Automaten die jeweils platzieren. Sollten Sie den mit durchfahren lassen, dann haben Sie eine 100%-Kontrolle, wir so ein bisschen mehr Umsatz, aber ich glaube, unterm Strich wären wir alle nicht glücklich. Deswegen Schritt für Schritt sozusagen die Platzierung. Es gibt in Kleinserien das Ganze auch mit händischer, manueller Nachbestückung. Und bei Großserien, wenn es ins Thema Haushaltsgeräte zum Beispiel geht, dann arbeitet ein Pick-and-Place-Automat, der das dann schön sauber steckt. Alles klar. So, dann kommt natürlich gleich die nächste Frage, die sich an die Befestigungsmöglichkeiten anschließt. Das wäre die Robustheit des Halters in diesem Fall, weil wir haben ja gerade gehört, dass die Ampulle, die Phenyle, die da drin ist, dann natürlich dann manuell oder im Nachgang bestückt wird. Was ist einerseits Robustheit in der Richtung und andererseits auch die Erschütterungsfestigkeit? Weil viele Geräte im elektronischen Bereich müssen ja auch erschütterungsfest sein. Bitte. Definitiv. Da haben wir ausgiebige Vibrationstests gemacht, also mit Packkonsole stand auf vorherigen Folien, dass sozusagen das Halten der Ampulle im Halter sehr gut gewährleistet ist und das Ganze haben wir sozusagen angegliedert an die Automobil-, aber auch an die Bahnnormen, die dann gewisse Sinuskurven und Rüttelschüttel-Wackeltests vorgeben, um sicherzugehen, okay, hält überhaupt die Ampulle dann im Halter bei langjähriger Vibration. Das funktioniert. Okay, danke. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig sehe momentan, ich schaue immer mal auf den zweiten Bildschirm, wo meine Fragen eingeblendet sind, dürfte es aktuell die letzte Frage sein, die mir vorliegt. Wo liegt aktuell die obere Einsatzgrenze? Also in Bezug auf das Raumvolumen, wo kann ich schützen? Wo sind die Grenzen erreicht? Wo muss ich mich um andere Lösungen kümmern? Genau, also wir haben hier, das ist jetzt, sage ich mal, Sie sehen es vielleicht, die größere Variante, die ist im Vergleich, das ist die 7x40, das ist die 5x20. Haben Sie so 2,2 Liter Löschvolumen, die Sie mit einer Ampulle abdecken können. Was wir schon gesehen haben bei dem Samsung-Fall, da war es ein größeres Gehäuse und man hat aber dann Brandabschnitte geteilt und mehrere E-Bikes verwendet. Das heißt, man kann das gar nicht so genau sagen. Ein MRT-Gerät, ein riesengroßes MRT-Gerät kann genauso geschützt werden wie einfach auch ein kleiner Netzadapter
für den Laptop oder für ein PC-Netzteil. Es kommt dann immer auf die Kompartmentierung und auf die Stückzahl der E-Bikes drauf an. Gut, dann schaue ich nochmal auf die eingehenden Fragen. Da liegt mir jetzt momentan nichts weiter vor. Dann gehe ich mal über meine vorbereiteten internen Fragen. Liebe Teilnehmer, Sie sehen hier dann nochmal die kompletten Kontaktdaten vom Herrn Fiebig. Er ist jederzeit bereit, Ihnen detailliertere Fragen auch direkt zu beantworten oder eine Vorführung entsprechend zu machen, sofern es notwendig ist, sofern Sie es in Ihrem Design verwenden können, wollen, müssen oder möchten. Und die Daten bekommen Sie natürlich auch zugespielt, sind im Video auch hinterlegt. Dann möchte ich Sie sehr gerne noch auf die weiteren Termine des FED-Konferenz-Talks-Reihe aufmerksam machen. Momentan sehen Sie hier noch den September und den Oktober auf der rechten Seite. Wir werden es natürlich jetzt aktualisieren, sodass wir den Oktober komplett und auch den November in die Terminierung reinbekommen. Schauen Sie sich bitte an, was Sie dort finden, was Sie interessiert. Es sind alles kostenfreie Webinare bzw. Online-Seminare, die wir hier durchführen müssen oder durchführen wollen in diesem Fall, nicht müssen. Ja, und kommen Sie wieder, verbreiten Sie es auch an Ihre Fachkollegen, an Ihre Freunde, an jegliche interessierte Personen in Ihren Firmen. Es sind unterschiedliche Themen und Themengebiete im Angebot. Dann möchte ich Sie noch ganz kurz auf unseren Jahreskalender des FED aufmerksam machen. Sie finden unter dem unten angezeigten Link, finden Sie alle unsere Präsenzschulungen. Wir sind wieder im Präsenzmodus unterwegs unter Einhaltung aller Corona-Richtlinien. Inhouse-Schulungen wie auch bei uns hier in Berlin oder in den anderen Seminar- und Ausbildungszentren, Hotels, wo wir auch überall vor Ort sind, werden Präsenzschulungen durchgeführt, verringerte Anzahl der Teilnehmer und dann natürlich unter allen Corona-Einschränkungen, die notwendigerweise da sind. Des Weiteren gibt es im Jahreskalender natürlich die Online-Live-Seminare, die sich dann auch als Tagesseminare darstellen, wo es am Ende dann auch Zertifizierung möglicherweise gibt. Ich möchte Sie gerne noch auf die zweite Schiene oder mehr oder weniger auf die dritte Schiene aufmerksam machen. Das sind die parallel laufenden Regionalgruppenveranstaltungen, die deutschlandweit durchgeführt werden. Diese Regionalgruppenveranstaltungen laufen über dieses Webinar-Tool, wie wir es hier vorliegen haben heute, sodass Sie sich dort jederzeit zuschalten können zu Themen, die Sie interessieren, kostenfrei zuhören und Wissen erwerben und natürlich, wenn Sie es möchten, auch jederzeit in den Regionalgruppen zu den Fachthemen mitarbeiten können zukünftig. Und auch im Jahreskalender sind natürlich diese Events wie diese Konferenz-Talks-Reihe sind dort auch noch hinterlegt. Dann bleibt mir für heute, ich schaue nochmal in die Richtung Fragen. Nein, es sind keine weiteren Fragen hereingekommen. Bleibt es mir nur noch übrig, mich bei unserem Referenten Herrn Fiebig zu bedanken, bei Ihnen zu bedanken als Teilnehmer dieser Runde heute und möchte mich im Namen des FED dann hier an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Geben Sie uns Anregungen, geben Sie uns Feedback. Die Auswertemail, die Nachfassmail wird in den nächsten Tagen an Sie, ja, bei Ihnen ankommen, an die hinterlegte E-Mail-Adresse. Wir freuen uns, wenn wir Sie demnächst wieder begrüßen können. Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, Herr Fiebig. Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.